Es geht weiter mit Let's Play Super Mario RPG The Starlight Worlds. Und naja, wir konnten Peach zwar besiegen und retten, beziehungsweise ja, dass sie wieder gut wurde, aber dann kam ja, Kilmord und hat sie einfach mal entführt. Und wir haben erfahren, dass es mehrere Starlight Crystals gibt und wir haben gerade mal erst einen. Und jetzt haben wir den 27. Part, 8 Stück gibt es. Let's Play kann auch lange dauern, ja. Aber naja, das Spiel ist ja auch schön. Auf jeden Fall, Princess Toadstool has been captured and the culprit wants some powerful energy crystal thing. In what way could this possibly end well? The princess could already be in grave danger. And what in the world is he doing here? Only a mission involving saving Bowser could end up with Peach being captured. I want you all. If you didn't get involved, that white guy probably would have never come here and controlled Princess Peach. Oh, this is simply too much stress for me. Stress, nicht Stress. Ist jetzt gerade umgekippt oder? Anyway, I kind of like what you guys have done with the place. I guess it's been a while since I've been here. Und was tippt der Igitt da eigentlich die ganze Zeit? Once I take over this place for good and add my flavor to it, it's gonna be sweet. Bowser, du musst dir keine Gedanken machen, wie du das Schloss einrichtest, denn ja, so schnell bekommst du es leider nicht. Da sind andere Bösewichte besser als du. In your time away, I've made more interesting discoveries about the Starlight Crystals. Oh yeah, oh yeah. To elaborate, and before, each Starlight Crystal is a source of balance and power of the 8 worlds. Yes, I said 8. There are 8 Starlight Crystals. I discovered when I ran the energy frequencies. I observed from the crystal through my data saver 3000. My useful device picked up 7 more distinct sources of similar energy. The conclusion I drew is was simple. Furthermore. Was denn? I hypothesize with confidence that the crystals are the means of connecting all the worlds. With the right know-how, one could create some sort of portal to talk and maybe even travel between worlds. Between worlds, warum muss ich jetzt auf einmal an so ein Zelda-Spiel denken? Naja, ist wohl Einbildung. Wow, these are regular silk drapes. I can't even afford these. That's about all I have been able to gather thus far. It's a shame we are trading the crystal to a potential enemy. I would have loved the change for direct observation. Oh well, the princess safety comes first, of course. Shouldn't you be off to crawling caves now? A true west mushroom plains and a little north, right? Okay, oben links, crawling caves, merke ich mir. Drapes, Drapes. Ich glaube, wir sollten lieber schnell abhauen, bevor Bowser hier irgendwas vom Ikea noch hierhin bestellt. I have the perfect plan for taking this place over. Are we ready to go yet? The faster we get Peach back, the faster I can take her. Only me, the way should be. Das hat sich sogar gereimt. I'll be back in my lab. Okay, ich frage mich, ob das jetzt ernstzunehmend ist, dass Bowser wirklich vielleicht vorhat, alles einzunehmen und ob das jetzt wirklich nur so als Gag gedacht ist.
Where did everyone go? Auf jeden Fall wissen wir, wo wir hin müssen. Und ich werde erstmal ordentlich einkaufen. Geld haben wir ganz gut. Genug halt. Wann steigen wir eigentlich endlich mal wieder so einen Rang auf? Haben wir ja schon gar nicht mehr, ja noch nie gehabt eigentlich. Naja, auch das zeigt, dass die Story noch lang ist. Achso, ich dachte erstmal, das wäre doch noch ein Gegner. Aber nee, es gibt auch soziale Goombas. Ein paar wenige. Okay, und jetzt hier nach links geht's doch. Oder nach unten. Und hier ist mal noch die Zeit stehen geblieben. Ja gut, da kann ich auch nicht wirklich einen großen Vorwurf machen, weil ich glaube, es gibt gar kein Animationsset für diesen Wasserfall. Hätte man zwar irgendwie sich vielleicht selbst noch bauen können, aber deswegen muss das Spiel jetzt auch nicht schlechter bewertet werden. So, was hast du denn so Schönes? Ja, das schwächt aber alles mal irgendwas. Hast du nichts, was uns... Oh, doch. Ja, aber... 125 kostet der. Und dann müssen wir auch unsere eigenen Sachen, die wir dann schon anhaben, ablegen. Ach, finde ich jetzt nicht so gut. Kann ich denn hier schon mal irgendwas machen? Ach ne, hier habe ich immer noch nicht gefunden. Ich hoffe mal, wir bekommen das jetzt irgendwann mal. Mit dir weiß ich auch noch immer nicht, was es damit auf sich hat. Obwohl, ich kann jetzt ja wieder welche schmieden. Ich nehme jetzt mal den habe ich ja eh zweimal. Moment mal, habe ich den Namen gerade richtig gelesen? Und habe ich jetzt endlich mal auch die Orden? Ich blick da immer noch nicht durch, muss ich zugeben. Achso, doch, der ist doch... Nee. Ach nee, den habe ich ja schon ausgerüstet. Ach, ich muss das unbedingt mal nachgucken, was das mit diesen Orden auf sich hat. Ich weiß es immer noch nicht. Das ist entweder... Entweder habe ich da was überhaupt nicht verstanden, oder es ist richtig kompliziert, oder es funktioniert vom Spiel nicht so richtig. Mal gucken, baue ich irgendwas. Hm, so Nüsse wären, obwohl da haben wir noch zwei. Da nehme ich mal zwei Stück von mit. Okay, das reicht dann soweit. Der kann mir das gerne nochmal kurz erklären. Ja genau, man kauft diese Ores. Oder man findet die halt. Und da kann man die ja in Orden schmieden, die man dann ausrüsten kann. Aber wo sind diese verdammten Orden? Und Toasty habe ich noch nicht getroffen. Was ich mal gucken kann, ist, ich habe ja gemerkt, dass man ja hier wechseln kann. Moment. Nein! 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 Jeder hat nochmal seine eigenen Orden und ich habe die nie ausgerüstet gehabt. Och, ey. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Im Moment habe ich einen Lachflash, wie man merkt. Oh, ich finde es jetzt fürs Let's Play total schlecht jetzt irgendwie, weil... Naja, wir hätten es damit vieles vereinfachen können und ich könnte es halt nie zeigen. Aber hier sind die ganzen Orden. Oh, ich hätte nur einmal mehrmals auf Q oder W drücken sollen. Und hier können wir jetzt die ganzen kombinierten Sachen ausrüsten. Och, nee. Auch hier waren mehr Verteidigung. 50% mehr, macht mehr Schaden in zwei Runden. Ja, das nehme ich mal noch. Ach nee, ey.
Na gut, dann nehme ich meine Kritik an dem Spiel zurück, dass es umständlich gemacht ist. Weil es steht ja auch da unten. Man wechselt die Gruppe. Ach so, aber das ist dann... Man kann jetzt aber keine mehr benutzen. Und hier hätten wir jetzt nochmal mehr Attacken gehabt. Ach, ey. Ohne Worte. Also den Combo-Jump werde ich mal drin lassen. Das lasse ich mal raus, damit Luigi das auch einsetzen kann. Ach so. Oh, ich muss noch mehr rausnehmen. Na gut, der Bowser. Was kann der denn noch rausnehmen? Wohl, oder? Ja, 4 von 2 beansprucht das. Ach, ich wollte doch gar nicht da raus. Ja, sorry, dass das jetzt gerade so langatmig ist, aber man merkt, ich muss mich jetzt da selbst gerade erstmal zurechtfinden. Das ist absoluter Epic Fail. Obwohl, so ist noch besser, denn es hat jeder dann seine eigene Attacke. Und kann ich noch eine andere nebenbei ausrüsten? Ah, der Orden geht doch noch. Ich kann auch den noch nehmen. Okay. Liebt oder dann. Ja, oder lässt einen zum Hassen bringen. Nächsten 2 Attacken. Jawohl, dann benutze ich mal das Verteidigungskommando. Ja, ich nehme das mal. Aber das ist so ein Epic Fail. Dann, sage ich mal, nehme ein ganzes anderes Zeug. Oder ich gehe mal bei Toasty gucken. Ja, dann werden wir den Part noch hier verbringen. Na gut, anders habe ich jetzt auch nicht geplant. Ich wollte jetzt auch nicht direkt schon ins nächste Gebiet. Dann passt es ja, dass wir uns nochmal hier ein bisschen umsehen können. Aber das mit den Orden. Sorry, ey, aber... Naja, ihr habt es gesehen. Und, oh, I actually have a bit of... pretty cement on my hands. During my time away, the computer has run out of power and won't restart. Ach, hätte ich doch lieber Antivir installiert oder irgendwas. Obwohl, Antivir soll mittlerweile nicht mehr so gut sein. Auf jeden Fall irgendwas, das Viren entfernt. Dann hätte der jetzt nicht den Salat. And a quick fix, I believe, would be to use a juiced ore to power it up. Habe ich so eins? Okay, dann soll ich es zu ihm bringen. Habe ich das denn? Was anderes? Ach, das habe ich nicht gefunden, oder? Nee, sonst würde ja eine Auswahlbox kommen. Aber ich muss immer noch darüber lachen, dass ich das mit den Orden nicht gesehen habe. Aber wer ist jetzt dieser Toasty? Wo bist du? Zeig dich! Ich werde die jetzt auch nicht vorlesen, weil das jetzt doch ein bisschen viele sonst wären. Und einige davon haben wir auch schon vorgelesen. Das speichere ich auf jeden Fall erstmal. Und wo ist Toasty? Ich suche dich immer noch. Kann ich doch schon hier irgendwie rein. Ah, nee, ich bin noch zu schlecht für ihn. Man muss sich erstmal das Recht kaufen, dort einkaufen zu können, so wie es scheint. So kommt es mir vor. Wo ist der verdammte Toast.t? Nee, Toast.t. Bist du das? Nee. Diese Frau, die dabei war, war das ja auch nicht. Was haben wir denn hier eigentlich? Ich war hier ja schon mal, oder? Wer bist du denn? Ach so, na gut, ist nichts Besonderes dann. Na gut, ich mache den Part dann auch ein kleines bisschen länger dafür, dass wir jetzt hier so gut wie gar nichts machen.
In der Regel mache ich das ja auch, wenn Parts sind, in denen nicht viel passiert, in denen man jetzt nicht in der Story voranschreitet und wirklich nur so Secret-mäßiges macht oder nur halt sich versorgt, die mache ich immer ein bisschen länger auch. Ja, dann hätte ich aber Spezialattacken und alles Mögliche mir anschaffen können. Und ich guck mal, ob ich hier diesen Orden mir kaufen kann. Der hat schon einige. Schon heftig, was alles bei ist. Ich kaufe jetzt mal auf jeden Fall einen teureren mal. Jetzt weil ich gerade das M könnte ja für... Das L steht natürlich Luigi. Achso, und das dann für Bowser immer. Okay. Und P. P für alle. Denke ich mal. Ja, ich kaufe mal so einen für 125. Zum Beispiel Flower mal für beide. Oder für alle drei. Hä? Warum bin ich jetzt gerade so ein bisschen... Warum ist jetzt gerade so zurückgescrollt? Ich habe auf nichts gedrückt. So, den habe ich noch nicht. Ja, doch, das scrollt immer so ein bisschen zurück. Das hört man auch. Auf jeden Fall was mit Hart, dass wir mehr Herzen haben. Beziehungsweise mehr KP. Wir sind ja nicht bei Zelda. Dann schmieden wir mal ein paar. Okay. Dann macht noch mal einen. Ich werde jetzt erstmal die drei schmieden halten und die anderen bewahre ich noch auf. Moment mal, oder habe ich den jetzt zweimal und brauche den irgendwie nicht? Das wäre jetzt auch nicht gut. Jetzt haben wir den hier auf jeden Fall. Ja, okay, so besonders war der jetzt doch nicht. Bei Bowser, ich mal gucken, dass da vielleicht einen anderen Effekt. Ach nee, den habe ich ja noch gar nicht gemacht. Naja, ich lasse das erstmal so weit. Ja, oder wir gehen doch schon mal in Richtung nach unten. Dafür muss ich aber erstmal nach rechts. Aber wenigstens habe ich das jetzt endlich mal verstanden mit den Orden, wo die alle sind. Ja, so oft hätte ich mir was vereinfachen können durch diese neuen Attacken, aber die waren mir jetzt ja alle verwehrt, weil ich einfach nicht gemerkt habe, dass man Zugriff darauf hat. Aber, naja, jetzt weiß man es. Das ist natürlich immer der Nachteil von Blind-LPs, dass man öfter mal ziemlich auf dem Schlauch steht. Ich kann doch bestimmt jetzt hier drauf. Nee, doch nicht. Dann nach links. Also ich muss ja Richtung Westen und dann so nach Norden, sagten die ja. Und die Gegner hier meide ich, weil die jetzt nicht wirklich Gegner sind mittlerweile. Ich kann bisher noch nicht nach Westen. Ach doch, jetzt. Obwohl, hier war nur der Raum. Jetzt noch weiter nach oben. Nö. Okay. Ach, komisch, das wurde doch gesagt nach Richtung Westen. Vielleicht auch im Westen vom Pilzkönigreich. Oder geht es hier noch irgendwie entlang? Nee. Geht es ja nicht weiter nach unten. Weil irgendwie muss man da ja weiterkommen.
Ja, warum gibt es hier keine Karte oder so? Oder gibt es hier eine und ich habe die nicht gesehen? Das ist jetzt so das, was im Spiel noch so ein bisschen fehlen würde. So eine Map oder so. Einfach so eine Map, wo man die ganze Karte einsehen kann. War ich hier überhaupt schon mal? Ach so. Ich glaube, ich war hier mal. Ach so, hier ist dieses Trainingszeug. Aber ich glaube, ich konnte hier nicht weitergehen. Das kann sein, genau. Oder ich habe es komplett übersehen. Da geht es auf jeden Fall noch weiter nach links. Das nehmen wir noch mit. Naja, dann wissen wir jetzt wenigstens, wie es weitergeht. Und wir haben ein bisschen Stärkung. State Soil Names. Stand da. Ach, ihr. Bro, it's Mario und Luigi again. You can't tell. See, that wiggler we marked earlier shot some nasty stuff in my eyes. I told you it was messing me up. So if that's Mario and Luigi, what is that huge mess in the back? I can't quite tell from here. It looks ugly. That doesn't matter after all. It's time for our revenge. Na gut, mit einer Rache wollt ihr also den Part beenden lassen. Gumbarald, is that who I think it is? Of course, it's him. Wasn't that obvious? He's way strong for us. What are we gonna do? Same thing we did last time. Except this time we don't hold back. Also nochmal der gleiche Kampf. Last time? What are you talking about? You've never even seen him in person before. Don't you have amnesia? We just fought him a while ago. He's my edge rival, remember? Since when is Bowser your rival? You have been talking about Luigi this whole time, haven't you? Yeah. Who have you been talking about? Bowser! The big scary king of the Koopas! Ja, beide sind eine Gefahr natürlich und Mario auch. These guys friends of yours? I'm about to lose my patience with them. Good. No, I won't feel guilty about getting rid of them. I didn't even notice Bowser was here too. Since when do those guys hang out? Are they like the new hero item now? You two had better stop that laughing. What if people get the wrong idea about us? Wait until word gets out that Bowser has turned in a sidekick. Oh, der war hart. Das Geräusch hat gerade richtig gut gepasst. They said again. I dare you to. As of now, the Goombandits propose a mutual treaty with the Koopa Kingdom. Quick, give them that junk we stole from these Shy Guys. Those Shy Guys. Okay, es kommt doch nicht zum Kampf. Finde ich gut, weil sonst der Part wohl zu lang geworden wäre. Right, please don't come after us. Can we hurry up and get Peach so things can go back to normal? Reading scene with you is ruining my cred. Na gut, ist mir recht, dass sie abgehauen sind, denn dann kann ich jetzt den Part beenden. Wie gesagt, ein bisschen länger gemacht, weil jetzt gar nichts passiert ist, bis auf eine gewisse Erkenntnis. Und naja, ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal dabei. Und dann sag ich mal, bis dann.